Seid gegrüßt und willkommen zur 34. Episode meiner Pine Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen, wie ich jetzt wohl hier den Schlüsselgrafit abbaue. So. Oh, und hier Zahnstein. Sehr schön, lange nicht mehr gesehen. Zum Glück ist es hier nicht laut. Genau, irgendwas wollte ich da oben tun. Aber ich wollte andererseits auch schauen, was mit Dingens ist. Mit dem Dorf, wo ich gerade rausgelaufen bin. Dem Fexeldorf. Ich gehe mal eben wieder dahin. Denn das würde mich schon interessieren, wann es sich hier weiter ausbaut. Hier nicht. Und natürlich, ob ihr was Neues für mich habt. Nö, hier nicht. Fehlhafte Entwürfe. Ja, die könnte ich hier irgendwo hinschmuggeln. Ich würde gerne auch Stumpffels haben von euch. Machen wir das mal so. Oh, wow. Oha, kann ich ja alles mitnehmen. Das natürlich nicht. Ich kann euch jetzt auch nicht das Essen klauen, Leute. So. Ein fairer Tausch. Jetzt fehlt euch wieder was, ne? Ja, die Nahrung. Ihr seid ja witzig. Ah, kommt her, habe ich was für euch? Das ist kein Essen. Das auch nicht. Ist jetzt echt blöd, Leute. Ich habe selber kaum was zu essen. Ja, ich... Was zum... Gegen wen kämpft ihr? Oh Gott, was tut ihr? Oh shit. Oh, Moment mal, das sind ja gar nicht Feinde von mir. Oh Mist. Ey, ich hoffe, ich habe so eine Fackel von euch. Oh nee, ich habe gar keine. Stolperdraht. Setze ich das mal hier hin? Hier hin? Ups. Okay. Sorry. Mein Fehler? Oh Gott. Oh Gott. Was habe ich getan? Oh oh. Greift mich nicht an. Ich bin euer Freund. Irgendwie. Was ist denn? Warum wechselst du doch nicht die Waffe? Oh Gott, ich bin befreundet. Ah, jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Oh Mann. Ich hätte einfach abhauen sollen. Also, ihr habt eh keine Baupläne mehr für mich. Achso, der ist eh gerade kämpfen. Ja, gut. Ich wollte ja eh woanders hin. Dann gucke ich gleich mal, was hier so übrig geblieben ist von dem Dorf. Oh Mann. Was wäre hier? Was steht hier? Das scheint eine Notiz über Änderungen in Dörfern zu sein. Mahnung, unser Volk, unser Dorf ist in stetem Wandel. Denkt daran, dass die Bevölkerung, Nahrung und Materialien die Größe unseres Dorfes, unseres Stamms und unserer Mauern beeinflussen. Ja, das weiß ich ja. Ja, gut, schön, ja. Ja, du hörst ja, dass die kämpfen, ne? Du solltest vielleicht mal dahin gehen. Komme ich hier mit einer Walle? Nö, ist ja ein Schloss dran. Ich könnte doch theoretisch von den Mauern hüpfen. Okay, oder auch nicht. Egal. Zu viel Zeit verloren jetzt durch diesen Kampf, der direkt in diesem Dorf stattfindet. Oh Mann. Hätte ich irgendwie nicht erwartet, dass die
die Vögel auf einmal so aggressiv sind und angreifen. Aber hier kämpfen halt die rivalisierenden Clans oder Rassen gegeneinander. Was ist das denn? Luna Rhodos, okay. Ach, diese Blüten, okay. Na gut. Lauf nochmal von den Vögeln, dann gucken wir mal, ob die Gegner sind von uns oder nicht. Ja, die sind Gegner. Oh, haut ab, ey. Jo, ich glaube, da sind jetzt Änderungen geschehen. Im Dorf. Ist wahrscheinlich kein Fexeldorf mehr. Haut mal ab, ey. Fexel C, okay. Immerhin steht da noch Fexel dran, aber wer weiß wie lange, ne? Aber was jetzt wieder? Ist das so ein Krokodil? Ach, so ein Viech nur, okay. Ich dachte schon irgendwas Gefährliches. Genau. Mach einen anderen Angriff. Blödes Viech. Was fällt dir auch ein? Wo ist das andere da? Ach so, zwei. Why not? Falsch. Okay, zwei sind zu viele, wenn die nicht synchron angreifen. Kämpfen die gegeneinander? Nö. Wäre ja auch zu schön gewesen. Trockenton. Gut. Die haben aufgehört, mir zu folgen. Wahrscheinlich wurden die schon durch diesen Baum abgehalten, der im Weg war. Komm, den bekämpfen wir jetzt aber. Achso, wieder zwei. Warum? Los, aufsammeln. Alles leer, gut. Wow. Hallo? Dann nicht. Ach, hier ist Fleisch drin. Toll. Das hätte ich gebraucht für die Fexel. Hier ist ja nichts mehr. Nö, hier war ich auch schon. Gut. Dann schnell weg hier. Wie viele Viecher sind denn hier noch? Ja, los, gib mir mein Loot. Loot los? Schade. Was war hier für ein Dorf? Gobbledew, na super. B-Dorf auch noch. Wäre ich doch mal mit denen befreundet. Oh, ich glaube, da laufen welche. Nö. Hier war ich auch. Eine Fleischquelle. Aber ich gehe erstmal hier an diese Spendenbox zum gucken, wie weit unten die sind. Das sind die Füchse. Genau, die sind sehr feindselig. Aber die Dingens hier, Litter, die Schmutzler, die werden mich nicht angreifen. Immerhin etwas. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich hier... Okay. Dieser Turm scheint verlassen zu sein. Ob sich Nord wirklich sicher ist, wo sich dieser alte Krocker aufhält? Wow.
Was ein toller Übergang. Ach, die Tür ist auf. Oh, nee, komm. Bloß nicht. Ist gar keine Lust mehr. Ja, soll halt reinkommen und die Treppe hochlaufen. Was ist denn mit der Map, mit der Kamera heute los? Was muss ich denn doch bekämpfen? Wenn ich überhaupt so weit runterschießen kann? Er trifft mich nicht. So. Und ich falle runter. Oh nein, nein, nein. Oh Gott. Gut, kann ich den looten gehen. Kein Problem. Ach so, Pilze. Moment, ich bin hier, glaube ich, falsch. Hier ist er doch. Da hinten ist noch ein neuer Schnapp. Oh, Cobbledew, haut ab. Oder irgendwas anderes läuft hier noch rum. Was ist denn mit der Kamera wieder? Mann. Ach so, hier ist eine Hauptverkehrsader von denen. Kommt schon. Kein Bock jetzt zu kämpfen gegen euch. Nö. Könnt ihr knicken. Ich sammle wieder alles Mögliche ein. Von irgendwem. Schnapper Oberschenkel. Ja, super. Ach, jetzt habe ich ja genug Fleisch. Klau dem Cocker hier seine Lebensgrundlage. Wenn er denn hier drin wohnt. Schön. Immer wieder nett. Wie Hugh ist. So, und wo ist er? Oha, da ist er. Hey, ich habe noch nie mit einem Cocker geredet. Ist der blind? Nö, der hat rote Augen. Der nimmt Drogen. Du musst Hugh sein. Ich spüre einen aufstrebenden Krieger. Wie hast du... Ich weiß, warum du hier bist, junger Mensch. Der Weg, der vor dir liegt, wird deine Fähigkeiten als Krieger auf die Probe stellen. Dann bleibt mir wohl keine Wahl. Ich muss alles wissen, was man über den Irr... Ich weiß, nach welchem Wissen du suchst. Und ich kann schon fast sehen, wie man an dieses Wissen kommen kann. Du wirst mir aber dabei helfen müssen, es noch deutlicher zu sehen. Du solltest nach dem Finsterbiest suchen, denn das Auge des Finsterbiests sieht am besten. Das Finsterbiest? Das klingt ja heiter. Ist es aber nicht. Ich trage auf deiner Karte ein, wo du es finden kannst. Mit diesem Köder kannst du das Biest herbeilocken. Bring mir das Auge, dann werden wir uns beeilen, deine Antworten zu finden. Alles klar. Alle malen auf meiner Karte rum. Ist das die Markierung? Okay. Ich schau mal, dass ich mir ein paar mehr Pfeile baue. Oh, viel mehr kann ich auch nicht machen. Tada. So, jetzt hatte ich ja als letztes neu bekommen. Konservierungswissen. Gut. Ach so, die Map ist offen. So rum. Mir scheint, als wäre ich hier oben schon durch gewesen. Hat er sich halt hier wieder eingenistet. So, kommen wir hier irgendwie hoch. Okay. Oh, fuck. Kommen die hier rein? Einfach so. Die können Treppen steigen. Oh, da sind noch mehr. Ich renne. Kämpft er jetzt gegen die? Ah, ne, da sind Crocker. Alter. Ist aber jetzt alles hier zusammengekommen. Vielleicht kann ich die ablenken hiermit. Los, greif die an. Ach, sind die schon down? Hm. Gut, dann hau ich mal lieber ab. Oh, da kommen Crocker. Vielleicht kämpfen die jetzt auch gegeneinander. Oder auch nicht. Oh, hier bin ich aber echt tief in feindes Gebiet drin. Oh, hau mal ab hier. Ernsthaft? Wo ist der hin? Der Cobbledew. War mein Versteck jetzt echt so gut? Ha.
Interessant. Also, schauen wir mal nach der Düsterbestie. Nee, wie ist es? Finsterbestie? Finsterbiest, sag ich doch. Mit dem Köder anlocken. Eventuell sollte ich Sachen essen. Gut, und dann sollte ich mir noch was ausrüsten, was ich danach esse. Ja, oder es direkt essen. Auch gut, nicht. So, Köder. Das sollte reichen. Und jetzt warte ich auf das Fensterbiest. Okay, ich werde es mit Pfeil und Bogen niederstrecken. Ist man das dann? Ja. Oh oh. Lauf! Es reicht aus. Und es macht Schaden. Oh oh. Wow. Das wäre echt super. Also das sieht ja einfach aus jetzt. Ob das so gewollt ist, dass das funktioniert? Ich weiß ja nicht. Aber ich mach's einfach so. Oh, der war daneben. Tada! Ich bin ja voll der gute Kämpfer. Nicht. Karibienessenz, Karibienessenz. Schnapper Oberschenkel, da ist das Auge. Igitt, das leuchtet und posiert immer noch. Ich muss schnell zum Oberschaman zurück. Ja. Würde ich auch sagen. Aber erstmal eine Runde Pilze essen. Ah, da sind wieder Krocker. Da sind Fluffies, oder wie die heißen. Und die machen da irgendwas. Oh, Hauptsache dieser Turm ist auch... Oh. Der sucht mich doch bestimmt, der... Oh, die kämpfen hier. Oder tun andere Dinge. Nö, die verfolgen mich alle. Auch gut. Wenn man die Tür einfach zumachen könnte, das wäre ja so gut. Alter. Gut, dass die keine Fernkampfangriffe haben, sonst würden die mich hier schon längst runtergeholt haben. Oh nein, oh nein, nein, nein. Ich könnte die aber auch von hier aus... Geht das? Oh, das ist cool. Schön durch die Lücken schießen. Hauptsache, die sind Verbündete. Ich will aber den da treffen. Den down. Ja. Diesmal richtig reingehen. So. La 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 la. Wahrscheinlich ist hier unten drunter gleich auch wieder voll die Party im Gange. Hey. Schnell, Mensch. Gib mir das Auge, bevor es seinen Puls verliert. Ich kann es sehen. Du suchst nach der hochwichtigen Kleidergrobknochennadel. Oh, stimmt. Die hatte ich ja irgendwie mal erwähnt gehabt. Also beim Durchstreifen des Gebietes da oben bei den Bergen irgendwo, wo da steht, Grobknochennadel benötigt. Eine Nadel. Hör mal, ich bin Schamane, nicht ein Therapeut. Du wirst die Zusammenhänge später noch herstellen. Die Kleidergrobknochennadel ist im Besitz des Krocker-Hauptdorfhäuptlings. Da diese für sie schon immer sehr wichtig gewesen ist, wirst du nicht ganz einfach an sie herankommen. Der Häuptling war weg, keine Frage. Du, der aufstrebende Krieger, wirst sie zum Kampf herausfordern müssen. Da du aber so schwach bist, solltest du das hier dringend in Betracht ziehen. Vergiftete Fleischplatte. Die Zutaten findest du unten, falls du meinen Unterschlupf nicht bereits geplündert hast. Danke dir, Oberschamane.
Viele unterschätzen deine Fähigkeiten, Chiu. Ich aber sehe einen starken Krieger in dir. Sie sollten sich vor dir hüten. Ich werde mich jetzt auf den Weg machen. Ich muss in Frieden meditieren. Alles klar. Dann werde ich wohl in der nächsten Episode gegen einen Krokerhäuptling antreten müssen, den ich vorher vergiften werde. Wenn euch die heutige Episode gefallen hat, können Sie gerne bewerten und einen Kommentar dazu lassen. Und um die nächste nicht zu verpassen, solltet ihr meinen Kanal abonniert haben. Bis zum nächsten Mal.